Naja, so. Nochmal die Katzen gefüttert hier zum Abschluss. Hier haben wir auch noch eine Wildkatze. Wildkater. Wenn wir Sven und Tamara sind, nochmal kurz da, die holen sich noch ein paar Sachen von mir, was ich ja von denen gekriegt habe. Das bleibt natürlich nicht hier. Das sind so diese ganzen Monitore, Computer, meine, ich weiß nicht, da liegt sie, meine Heimkinoanlage und so weiter. Ja. Ja, so ist das. Wollte noch was sagen. Ich finde es schade, dass du jetzt gehst. Ja, jetzt ist wirklich heute die allerletzten Stunden. Ja. Katz, willst du auch noch was sagen? Toto, ich hab dich lieb. Danke. Ja, ich euch auch. Ist so, naja. Marvin will ja nicht mit drauf. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Der ist naggisch. Der ist naggisch, genau. Das ist ja eine Halb. Unterhose. Im Schlüpper. Ein Schlüpper, genau. Ja, wie gesagt, meine letzten Stunden brechen hier gerade an. 18:30 Uhr kommt unser Transfer. 23:50 Uhr geht der Flug. Keine Ahnung, ich glaube irgendwie so. Koffer sind voll, auf jeden Fall. Ja. Und das war's dann für mich. Vielleicht komme ich Ja, 23:40 Uhr. im März oder April für ein paar Tage, wenn es alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Ich muss ja Wie gesagt, leider. eine Couch hast du immer. Eine Couch haben wir immer. Und ich muss ja leider auch auf viel Geld verzichten. Ja, wenn ich sage viel Geld, meine ich viel Geld. Naja. Dann ist das halt so. Wie gesagt, ich gehe mit einem tränenden und einem lachenden Auge eigentlich. Hab viele schöne Zeiten gehabt, aber ich mache da nochmal so einen Real Talk zu. Irgendwann bei Gelegenheit. Oder wenn ich dann Bock habe. Ja, und wenn ich auspacken würde, Leute, oder wenn wir alle hier auspacken würden. Oh, aha. Also mancher. Naja, egal. Hat Hat jetzt hier der nichts zu dich. suchen. Ja. So, moin, meine Lieben. Also, Koffer sind gepackt. Alles Wichtige von mir ist zum Glück weg. So, was ich mitnehmen kann an Klamotten, persönlichen Sachen und so weiter. Vieles ist noch da. Ihr seht mir Wasserkocher und Mikrowelle. Auf der anderen Seite auch noch ein Backofen, Grill und so weiter. Ja, Fernseher sind alle weg soweit. Wasserspender steht hier noch. Sind noch viele andere Sachen. Da Klimaanlage ist auch schon abgebaut. Das ist alles weg soweit. Ja. Und ja, das war's dann für mich hier. Jetzt warte ich gerade auf den Transfer. Der dürfte so in einer Viertelstunde bis 20 Minuten kommen. Ja, das waren ziemlich genau, fast auf den Tag genau 3 Jahre. Denn ich bin am 15. Dezember 2020 in mein Auto gestiegen und bin losgefahren. Am 16. Dezember war ich dann in Tschechien. Heute haben wir den 16. Dezember. Tja, und ich sitze hier und warte auf den Transfer zurück nach Deutschland. Und genau nach 3 Jahren, exakt genau nach 3 Jahren, tut das schon ein bisschen weh. Aber mittlerweile wurde man wieder, ja, oder wurde mir wieder gezeigt, wie man gewertschätzt wird und oder wertgeschätzt wird. Ja, und deswegen bereue ich es gerade nicht, zurückzugehen nach Deutschland. Mir ist das egal, Leute. Ich bin wirklich traurig, ja. Einerseits bin ich traurig. Andererseits bin ich aber auch wirklich mittlerweile happy. Man schimpft immer viel über Deutschland und ja, wer weiß, was da noch passiert und hin und her. Aber eigentlich ist es doch ein recht sicherer Hafen. Ich konnte mich hier wirklich jetzt 3 Jahre akklimatisieren. Wie gesagt, ich mache noch mal ein ausführliches Video dazu die nächsten Tage dann. Ja. Und ja, ich bedanke mich bei allen, die mir hier in der Türkei bei Laune gehalten haben, die mir die Stange gehalten haben, die mich unterstützt haben, die mir geholfen haben und so weiter und so fort. Ja. Vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen nochmal. Ja, das war's dann. Also, bye bye aus der Türkei. Aus Alanya Mahmutla. Kündigung für die Wohnung ist geschrieben. Das heißt, sobald ich hier rausgehe und den Schlüssel abgebe, ist das Ding für mich hier komplett Geschichte. Tut mir irgendwo weh. Aber was will man machen? So, nochmal ein kleiner Stopp bei der Opet. Eigentlich ganz gute Tankstellen. Immer freundlich, immer günstig. Das ist unser Fahrer von Erdem Rent-A-Car oder beziehungsweise Red White Transfer. Hammer.
So, nochmal ein letzter Stopp an der Opet Tankstelle hier. Das ist unser Transfer. Der Fahrer sehr gut, sehr lieb, hat uns zu Beginn gleich Wasser spendiert, kriegt er natürlich bezahlt. Ne? Ja, Auto ist ein Mercedes Sprinter, nicht schlecht. Fahrer spricht Deutsch. Ja. Und das ist Erdem Rentaker bzw. Red White Transport irgendwie. Nimmt, wenn ihr alleine fahrt, nehmt ihr 30 Euro. Von Alanya nach Antalya oder umgekehrt, von Antalya nach Alanya, 30 Euro aktuell. Und wenn ihr zu zweit seid, 15 Euro pro Person oder halt mehr. Wenn dann 8 Leute fahren oder 9 oder 10, auch 15 Euro pro Person. Ist ein faires Angebot. Ich finde es besser als 724 Transfer. Das ist unser lieber Fahrer. Name war Ahmed. Schau mal, das ist Ahmed. Wie gesagt, wenn ihr fahren wollt und Privattransfer braucht oder einen guten Transfer, immer Red und Red White Transfer buchen. Kann man. Bitte der Kamera machen. Okay. So, Flughafen Antalya. Angekommen, 21.30 Uhr. Ja, kommt sogar hin. In einer Stunde steht dann an der Tafel, wann und von wo, welchem Gate, wie auch immer unser Flug geht. Ja, ich sag mal so, alles ist gut, alles ist schön. Ich bin halt nur, wahrscheinlich, wie ihr seht, kaputt, im Arsch, wie auch immer. Das aber schon seit Tagen, Wochen, Monaten. Ja. Ich freue mich darauf, nach Hause zu kommen. Ich freue mich darauf, meinen Kater wiederzusehen. Ja. Muss man halt mal gucken. Dauert ja jetzt noch 6 Stunden oder so, bis ich da bin. So, und rein geht's in den Flieger. Ab nach Deutschland. Ist jetzt heute Pause angesagt. Da ist der Kapitän. Aufmerksamkeit. Bitte schalten Sie jetzt alle elektronischen Geräte und Mobiltelefone auf. Flieger ist zum Glück nicht voll. Wir haben hier um Sicherheitsanzeigen hören zu können, empfehlen wir Ihnen Ihre Kopfhörer bei Start und Landung nicht zu benutzen. Es ist noch ordentlich Platz hier drin. Platz ist nur hier nicht. Also wenn ihr 2 Meter seid, habt ihr echt ein Problem. Ja. 737-800 Max oder Max 800 ist ein absoluter Katastrophenflieger. Ja, ist wirklich. Ja. Diese dürfen während des Fluges nicht geladen werden und müssen so verstaut werden, dass sie jederzeit im Auge haben. Ja, bitte verstauen Sie Gegenstände, die Flüssigkeiten enthalten, unter dem Vordersitz. Ja, ich bin raus. Schalten Sie nicht